Lijep pozdrav, dragi moji, dragi moji, dobrodošli u 16. lekciju serijala Fokusirano. U današnjoj lekciji fokusirani smo na pitanja i to je uglavnom riječ o da ne pitanjima i također smo fokusirani na glagole koje smo učili u prethodnim lekcijama, dakle na participe prošle tih glagola. U prvom dijelu današnje lekcije mi ćemo praviti pitanja od ponuđenih riječi, odnosno provodit ćemo pitanja koja su napisana na našem jeziku, a u drugom dijelu lekcije, to će interesovati oni koji žele da nauče nešto više, imat ćemo odgovore na ta pitanja i to odgovore onako baš u duhu njemačkog jezika, dakle kako bi to baš rekli Njemci. Tako da vjerujem eto da će i taj drugi dio lekcije biti zanimljiv za neke od vas. Ich hoffe, dass Sie bereit sind. Los geht's! U prvom dijelu današnje lekcije, kao što smo rekli, prevodimo pitanja koristeći perfektno vrijeme, a ja ću svakako potruditi se da vam dam dovoljno vremena kako biste sami probali da prevedete te rečenice. Prvo pitanje koje prevodimo, jeste li dobro proveli vikend? Haben Sie, tako je, haben Sie das Wochenende gut, što? Verbracht, tako je. Haben Sie das Wochenende gut verbracht? Da li ste se sreli sa prijateljima za vikend? Haben Sie, tako je, haben Sie, što je dalje? Naravno, povratna zamjenica sich, haben Sie sich, kada? Am Wochenende sresti sa prijateljima, dakle mit ihren Freunden, što? Falci prošli glagola treffen, getroffen, tako je. Haben Sie sich am Wochenende mit Ihren Freunden getroffen? Jeste li išli u kupovinu za vikend? Haben Sie, tako je, pojde vremenska oznaka, am Wochenende i glagol einkaufen u participu prošlom. Eingekauft. Haben Sie am Wochenende eingekauft? Haben Sie am Wochenende eingekauft? Jeste li pospremili svoj stan preko vikenda? Glagol aufräumen. Opet idem. Haben Sie. Tako je. Haben Sie, vremenska oznaka, am Wochenende, koga li šta? Ihre Wohnung i particip prošli glagola aufräumen. Aufgeräumt. Dakle, haben Sie am Wochenende Ihre Wohnung aufgeräumt? Jeste li naučili nešto preko vikenda? Haben Sie, opet tako je, opet vremenska oznaka, am Wochenende, tako je, etwas, i particip prošli glagol lernen, gelernt. Haben Sie am Wochenende etwas gelernt? Jeste li za vikend posjetili rođake? Haben Sie, tako je, haben Sie kada? Am Wochenende, koga? Ihre Verwandten, i besuchen poste, besucht. Haben Sie am Wochenende Ihre Verwandten besucht? Jeste li preko vikenda bavili se sportom? Haben Sie, opet vremenska oznaka, am Wochenende, što? Sport gemacht, tako je. Haben Sie am Wochenende Sport gemacht? Jeste li uradili zadaću preko vikenda? Opet, haben Sie, tako je, kada? Am Wochenende, što? Die Hausaufgaben gemacht, tako je. Haben Sie am Wochenende die Hausaufgaben gemacht? Jeste li gledali TV za vikend? Opet, haben Sie, tako je. Haben Sie, opet vremenska oznaka, am Wochenende i glagol
ferngesehen? Haben Sie am Wochenende ferngesehen? Jeste li radili na kompjuteru za vikend? Haben Sie, tako opet počnemo sa haben Sie, opet ide vremenska oznaka, am Wochenende i dopuna am Computer, parci prošli glagola arbeiten, gearbeitet. Haben Sie am Wochenende am Computer gearbeitet? Jeste li surfali na netu preko vikenda? Haben Sie, opet vremenska oznaka, am Wochenende i dopuna im Internet i parci prošli glagola surfen, gesurft. Haben Sie am Wochenende im Internet gesurft? Jeste li slušali muziku preko vikenda? Dakle, sve su pitanje za vikend. Opet, haben Sie, tako je, vremenska oznaka, am Wochenende i dopuna, Musik i glagol hören, či glasiti, gehört. Haben Sie am Wochenende Musik gehört? Jeste li prali veš preko vikenda? Opet je haben, tako je. Haben Sie, vremenska oznaka, am Wochenende, tako je, i veše, što? Gewaschen, tako je. Haben Sie am Wochenende die Wäsche gewaschen? Da li ste preko vikenda renovirali svoj stan? Haben Sie, tako je. Haben Sie, opet, am Wochenende, što? Die Wohnung ili Ihre Wohnung renoviert, tako je. Haben Sie am Wochenende Ihre Wohnung renoviert? Oder haben Sie am Wochenende die Wohnung renoviert? Da li se nešto interesantno desilo preko vikenda? Hoćemo li imati ist ili hat? Slogu schön, naravno imamo ist. Je li tako? Da. Ist am Wochenende etwas Interessantes passiert? Ili ukoliko želite da budete malo precizniji, možete reći ist etwas Interessantes am Wochenende geschehen ili passieren. Dakle, sad mi svejedno koji ćete upotrijebiti od ta dva glagola. Jeste li išli u kino za vikend? Sind Sie, osobu persiramo. Sind Sie am Wochenende, tako je, u kino, išli. Ins Kino gegangen. Sind Sie am Wochenende ins Kino gegangen? Jeste li dugo spavali za vikend? Opet osobe persiramo. Haben Sie, tako je. Haben Sie, opet, am Wochenende, dugo, lange i particip prošli glagola schlafen, geschlafen. Haben Sie am Wochenende lange geschlafen? U koliko sati ste se danas probudili? Naravno, pitanje započinjem sa wie viel Uhr. Wie viel Uhr? Glagol aufwachen zahtjeva glagol koji? Sein ili haben? Sein, tako je, pa ćemo pitati. Sind Sie, kada, heute, i particip prošli glagola aufwachen, aufgewacht, tako je. Wie viel Uhr sind Sie heute aufgewacht? Jeste li se odmah ustali ili ste još ležali u krevetu? Tako je, sind Sie. Sind Sie, što dalje, odmah, sofort, tako je. Sind Sie sofort ustali? Aufgestanden? Ili? Oder? Da li ste? Haben? Tako je. Zbog glagola liegen. Oder haben Sie? Noch weiter. Tako je. Noch weiter. Im Bett? Particip prošli glagola liegen.
gelegen. Tako je. Sind Sie sofort aufgestanden oder haben Sie noch weiter im Bett gelegen? Jeste li pospremili krevet? Haben Sie, koga šta, das Bett gemacht? Tako je. Haben Sie das Bett gemacht? Jeste li doručkovali? Haben Sie gefrühstückt? Tako je. Haben Sie gefrühstückt? Što ste jeli za doručak? Was? Tako je. Haben Sie? Was haben Sie zum Frühstück? Tako je. Zum Frühstück? Što? Gegessen? Tako je. Was haben Sie zum Frühstück gegessen? Što ste pili za doručak? Opet počnemo pitanje sa was. Naravno. Haben Sie zum Frühstück getrunken? Tako je. Was haben Sie zum Frühstück getrunken? Da li ste nakon doručka oprali posuđe? Haben Sie, tako je, kada, nach dem Frühstück, što? Das Geschirr gespült. Haben Sie nach dem Frühstück das Geschirr gespült? Ukoliko ste sati danas izašli iz kuće? Wie viel Uhr sind Sie? Tako je, sind Sie heute da? Aus dem Haus gegangen. Wie viel Uhr sind Sie heute aus dem Haus gegangen? Gdje ste onda otišli? Wohin sind Sie? Tako je. Dann gegangen. Wohin sind Sie dann gegangen? Jeste li se vozili ili ste išli pješke? Sind Sie, tako je, sind Sie gefahren oder što? Zu Fuß gegangen. Dakle, ne potrebe da ponavljamo ovo sind, jer i gefahren i gegangen idu sa tim sind. Pa zbog toga ne potrebe se ponavlja. Sind Sie gefahren oder zu Fuß gegangen? Na kojoj ste stanici ušli u autobus? Da, počnemo sa an welcher Haltestelle sind Sie oder haben Sie? Sind Sie, tako je. Sind Sie, što? Eingestiegen, tako je. An welcher Haltestelle sind Sie eingestiegen? Dakle, mi nismo dodali to još u autobus, mogli bismo, ali kada već koristimo Haltestelle i ansteigen, podrazumijeva se da je riječ o autobusu. Dakle, an welcher Haltestelle sind Sie eingestiegen? Na kojoj stanici ste izašli iz autobusa? Dakle, opet počnemo rečenicu, odnosno pitanje sa an welcher Haltestelle? Opet, da. Sind Sie? I aussteigen postaje ausgestiegen. An welche Haltestelle sind Sie ausgestiegen? Što ste obukli? Što? Was haben Sie? Tako je. Was haben Sie angezogen? Was haben Sie angezogen? Da li ste ručali danas? Haben Sie? Tako je. Haben Sie? Vremenska oznaka heute i naravno zu Mittag gegessen. Haben Sie heute zum Mittag gegessen? Ukoliko ste sati jučer došli kući? Wie viel Uhr sind Sie oder haben Sie? Sind Sie, tako je. Sind Sie, vremenska oznaka gestern i imamo još nach Hause i glagol kommen u obliku gekommen. Wie viel Uhr sind Sie gestern nach Hause gekommen? Jeste li izlazili sinoć? Opet glagol ausgehen. Sind Sie, tako je. Sind Sie, kada,
gestern Abend ausgegangen? Sind Sie gestern Abend ausgegangen? Što ste radili sinoć? Was haben Sie gestern Abend gemacht? Was haben Sie gestern Abend gemacht? Gdje ste sinoć večerali? Wo haben Sie, vremenska oznaka, gestern, zu Abend, naravno, gegessen? Wo haben Sie gestern zu Abend gegessen? U koliko sati ste jučer otišli u krevet? Wie viel Uhr sind Sie, tako je, sind Sie, vremenska oznaka, gestern ins Bett gegangen? Wie viel Uhr sind Sie gestern ins Bett gegangen? Jeste li brzo zaspali? Sind Sie oder haben Sie? Sind Sie, tako je, sind Sie schnell eingeschlafen? Sind Sie schnell eingeschlafen? Evo, stigli smo do drugog dijela naše lekcije, naravno samo za one koji žele da nauče nešto više. Dakle, proći ćemo kroz neke moguće odgovore koje možete čuti u svakodnevnoj komunikaciji. Da vidimo. Haben Sie das Wochenende gut verbracht? Mogući odgovori. Ja, das habe ich. Nein, das habe ich nicht. Ja, das habe ich. Nein, das habe ich nicht. Haben Sie sich am Wochenende mit Ihren Freunden getroffen? Da vidimo moguće odgovore. Možemo reći, nein, ich hatte keine Zeit. Dakle, ne, nisam imao vremena. Ich musste meinen Eltern beim Umzug helfen. Dakle, morao sam svojim roditeljima pomoći pri selitbi. Ili, ich habe meinen Eltern beim Umzug geholfen. Dakle, sasvim svejedno, da li ćete reći, morao sam pomoći svojim roditeljima pri selitbi ili pomogao sam svojim roditeljima pri selitbi. Haben Sie am Wochenende eingekauft? Možemo odgovoriti, ja, natürlich, so wie jedes Wochenende. Dakle, da, naravno, kao što to radim svakog vikenda. Dakle, ja, natürlich, so wie jedes Wochenende. Haben Sie am Wochenende Ihre Wohnung aufgeräumt? Mogući odgovor. Nein, wir wollten unsere Zeit nicht damit verschwenden. Dakle, ne, nismo htjeli time tratiti naše vrijeme. Wir haben meine Eltern in der Stadt besucht und hatten eine tolle Zeit. Dakle, posjetili smo moje roditelje u gradu i super smo se proveli. Dakle, wir hatten eine tolle Zeit, super smo se proveli. Haben Sie am Wochenende etwas gelernt? Nein, ich habe nur ferngesehen. Dakle, ne, samo sam gledao TV. Ich hatte keine Lust zu lernen. Dakle, nisam imao volje, nije mi se dalo, meni bilo šanse da učim. Dakle, haben Sie am Wochenende etwas gelernt? Nein, ich habe nur ferngesehen. Ich hatte keine Lust zu lernen. Haben Sie am Wochenende Ihre Verwandten besucht? Vidimo što možemo odgovoriti na to. Nein. Wir haben keine Verwandten in unserer Nähe oder in der Nähe. Sad mi svejedno što ćete upotrijebiti od dvoje. Dakle, ne, nemamo nikakvih rođaka u našoj blizini ili u blizini. Ili možete samo kratko odgovoriti pa reći nein. Onda vas neko pita warum denn nicht? Dakle, a zašto ne? Weil wir keine Verwandten in der Nähe haben. Dakle, zato što nemamo nikakvih rođaka u blizini. Haben Sie am Wochenende Sport gemacht? Ja, ich habe mit meinen Freunden Fußball gespielt. Dakle, tipičan odgovor za Njemce. Ja, ich habe mit meinen Freunden Fußball gespielt.
Haben Sie am Wochenende die Hausaufgaben gemacht? Dakle, da li ste radili zadaču preko vikenda? Mogući odgovor. Nein. Wer macht schon am Wochenende Hausaufgaben? Dakle, ne. Ko još vikendom, odnosno za vikend, radi zadaču? Nein. Wer macht schon am Wochenende Hausaufgaben? Haben Sie am Wochenende ferngesehen? Das ganze Wochenende habe ich nur ferngesehen. Dakle, čita vikend samo sam gledao TV. Das ist das Einzige, was ich getan habe. Dakle, to je jedino što sam ja radio. Idemo još jednom ponoviti ovo. Haben Sie am Wochenende ferngesehen? Das ganze Wochenende habe ich nur ferngesehen. Das ist das Einzige, was ich getan habe. Jeste li radili na kompjuteru za vikend? Odnosno, haben Sie am Wochenende am Computer gearbeitet? Pa možemo odgovoriti, recimo. Nein, ich arbeite am Wochenende nie am Computer. Dakle, ne. Nikada ne radim sa kompjuterom preko vikenda, odnosno za vikend. Nein, ich arbeite am Wochenende nie am Computer. Haben Sie am Wochenende im Internet gesucht? Što možemo tu odgovoriti? Ja, natürlich habe ich am Wochenende im Internet gesucht. Pa ko to ne radi, svi to radi. Ja, natürlich habe ich am Wochenende im Internet gesucht. Haben Sie am Wochenende Musik gehört? Tu imamo već pravi mali dialog. Ja, wir hatten ein paar Freunde zu Besuch und haben etwas Musik gehört, während sie hier waren. Dakle, da imali smo u posjeti par prijatelja, su par prijatelja nam je došlo u posjetu i slušali smo malo muziku dok su oni ovdje bili. Dakle, während sie hier waren. Und wir haben auch ein bisschen getanzt. I malo smo i plesali. Idemo odgovor čitati još jednom. Ja, wir hatten ein paar Freunde zu Besuch und haben etwas Musik gehört, während sie hier waren. Und wir haben auch ein bisschen getanzt. Haben Sie am Wochenende die Wäsche gewaschen? Mogući odgovor. Ja, ich musste meine Wäsche am Wochenende waschen, weil ich an den Wochentagen keine Zeit dafür hatte. Dakle, da morala sam oprati veš preko vikenda, odnosno za vikend, jer za vrijeme radnih dana nisam zato imala vremena. Idemo to pročitati još jednom. Ja, ich musste meine Wäsche am Wochenende waschen, weil ich an den Wochentagen keine Zeit dafür hatte. Haben Sie am Wochenende Ihre Wohnung renoviert? Odgovor postaje sve složeniji, jeste primijetili. Bitno je da se izlažete ovim malo kompleksnim konstrukcijama, jer uskoro ćemo se susresti i sa njima, pa što ne saslušati ih, odnosno izložiti se njima nekad ranije. Nein, wir werden nächstes Wochenende mit der Renovierung unserer Wohnung anfangen. Dakle, ne, počnijemo sljedećeg vikenda sa renovacijom našeg stana. Nein, wir werden nächstes Wochenende mit der Renovierung unserer Wohnung angefangen. Ist etwas Interessantes am Wochenende geschehen? Nein, am Wochenende ist nichts Interessantes geschehen. Oder nein, am Wochenende ist nichts Interessantes passieren. Sind Sie am Wochenende ins Kino gegangen? Ja, wir haben den neuen Barbie-Film gesehen. Meine Frau hat er gefallen, mir nicht. Dakle, da odgledali smo novi Barbie-Film. Mojoj supruzi se svidio, meni ne. Ja, wir haben den neuen Barbie-Film gesehen. Meine Frau hat er gefallen, mir nicht. Haben Sie am Wochenende lange geschlafen? Opet čitav dialog. Nein, am Samstag musste ich früh aufstehen. Dakle, ne, u subotu sam morala rano da ustanem,
um meine Schwester zum Flughafen zu fahren. Dakle, da bi ich svoju sestru odvezla na aerodrom. Und am Sonntag musste ich wieder früh aufstehen. Dakle, u nedlju sam opet morala rano ustati, um meine Mutter vom Flughafen abzuholen. Dakle, kako bi ich svoju majku, kako bi odšla po svoju majku na aerodrom. Idemo pročitati to još jednom. Nein, am Samstag musste ich früh aufstehen, um meine Schwester zum Flughafen zu fahren. Und am Sonntag musste ich wieder früh aufstehen, um meine Mutter vom Flughafen abzuholen. Um wie viel Uhr sind Sie heute aufgewacht? Da vidim, možda se to dešava. Ich bin um 5 Uhr aufgewacht. Dakle, probudila sam se u 5 sati. Warum so früh? Dakle, zašto tako rano? Ich habe schlecht geträumt. Dakle, loše sam sanjala. Sind Sie sofort aufgestanden oder haben Sie noch weiter im Bett gelegen? Ich bin sofort aufgestanden und spazieren gegangen. Dakle, odmah sam ustala i otišla sam šetati. Ich bin sofort aufgestanden und spazieren gegangen. Haben Sie das Bett gemacht? Natürlich habe ich das gemacht. Dakle, naravno, da sam to radila. Das Bett machen ist das Erste, was ich morgens mache. Dakle, pospremanje kreveta je prva stvar koju ujutro uradim. Ili umjesto kažemo das Bett machen, možemo reći das ist das Erste, was ich morgens mache. Dakle, haben Sie das Bett gemacht? Natürlich habe ich das gemacht. Das Bett machen ist das Erste, was ich morgens mache. Das ist das Erste, was ich morgens mache. Haben Sie gefrühstückt? Nein, wir haben nicht gefrühstückt. Dakle, ne, nismo doručkovali. Was haben Sie zum Frühstück gegessen? Ich habe nichts zum Frühstück gegessen, weil ich nie vor 14 Uhr esse. Dakle, nisam ništa doručkovao jer ne idem nikad prije 2 sata popodne. Ich esse nur einmal am Tag. Dakle, jedem samo jednom dnevno. Ich habe nichts zum Frühstück gegessen, weil ich nie vor 14 Uhr esse. Ich esse nur einmal am Tag. Was haben Sie zum Frühstück getrunken? Ich habe zum Frühstück ein Glas kalte Milch getrunken. Dakle, za doručak sam popila jednu čašu hladnog mlijeka. Ich habe zum Frühstück ein Glas kalte Milch getrunken. Haben Sie nach dem Frühstück das Geschirr gespült? Nein, dafür hatte ich keine Zeit. Nein, dafür hatte ich keine Zeit. Dakle, rečenica koju možete upotrebiti u mnogim situacijama. Dakle, ne, zato nisam imala vremena. Um wie viel Uhr sind Sie heute aus dem Haus gegangen? Ich bin gegen 8 Uhr aus dem Haus gegangen. Dakle, oko 8 sati sam izašla iz kuće. Wohin sind Sie dann gegangen? Dann bin ich direkt zur Arbeit gegangen. Dakle, onda sam direktno otišla na posao. Danach bin ich direkt zur Arbeit gegangen. Sind Sie gefahren oder zu Fuß gegangen? Ich bin mit dem Bus gefahren. Dakle, otišla sam autobusom. Ich bin mit dem Bus gefahren. An welche Haltestelle sind Sie eingestiegen? Ich bin an der Haltestelle Rankorn eingestiegen. Dakle, izašla sam na stanici Rankorn. Ich bin an der Haltestelle Rankorn angestiegen. An welche Haltestelle sind Sie ausgestiegen? Ich bin an der Haltestelle Southbank ausgestiegen. Ich bin an der Haltestelle Southbank ausgestiegen. Was haben Sie angezogen? Ich habe mein schwarzes Kleid angezogen. Dakle, obukla sam
svoju crnu haljinu. Ich habe mein schwarzes Kleid angezogen. Haben Sie heute zu Mittag gegessen? Ich habe heute einen leckeren Hühnersalat zu Mittag gegessen. Ovdje treba biti malo drugačiji odgovor, ali hajmo napraviti pitanje. Was haben Sie heute zu Mittag gegessen? Onda nam je ovaj odgovor ok. Dakle, was haben Sie heute zu Mittag gegessen? Ich habe heute einen leckeren Hühnersalat zu Mittag gegessen. Wie viel Uhr sind Sie gestern nach Hause gekommen? Ich kann mich nicht erinnern. Još jedna rečenica koju možete iskoristiti u mnoštvu situacija. Dakle, ne mogu se sjetiti. Vielleicht gegen 17 Uhr. Dakle, možda oko 5 sati popodne. Poslije podne. Ich kann mich nicht erinnern. Vielleicht gegen 17 Uhr. Sind Sie gestern Abend ausgegangen? Nein. Ich war zu müde, als ich nach Hause gekommen bin. Dakle, ne. Bila sam previše umorna kada sam došla kući. Ich wollte mich nur ausruhen. Dakle, samo sam želela da se odmorim. Nein, ich war zu müde, als ich nach Hause gekommen bin. Ich wollte mich nur ausruhen. Was haben Sie gestern Abend gemacht? Ich habe einen interessanten Film im Fernsehen gesehen. Dakle, gledala sam jeden interessanten Film na TV. Ich habe einen interessanten Film im Fernsehen gesehen. Što ste sinoć večerali? Was haben Sie gestern zu Abend gegessen? Nur einen Salat. Dakle, samo jednu salatu. Das war das Einzige, was ich essen konnte, weil ich Magenschmerzen hatte. Dakle, to je bilo jedino što sam mogao jesti jer me je bolio želudac ili neko kaže boli me stomak. Nur einen Salat. Das war das Einzige, was ich essen konnte, weil ich Magenschmerzen hatte. Wie viel Uhr sind Sie gestern ins Bett gegangen? Ich bin ziemlich früh ins Bett gegangen, weil ich vor 6 Uhr aufstehen musste. Dakle, poprilično sam rano otišao u krevet, jer sam morao ustati prije 6 ujutro. Ich glaube, es war gegen 20 Uhr, dakle, mislim da je to bilo oko 8 sati, und normalerweise gehe ich gegen 23 Uhr ins Bett. Dakle, normalno, uobičajeno idem u krevetu 11 sati. Idem još jednom pročitati ovaj odgovor. Ich bin ziemlich früh ins Bett gegangen, weil ich vor 6 Uhr aufstehen musste. Ich glaube, es war gegen 20 Uhr und normalerweise gehe ich gegen 23 Uhr ins Bett. Sind Sie schnell eingeschlafen? Ja, ich bin ziemlich schnell eingeschlafen. Ja, ich bin ziemlich schnell eingeschlafen. Evo, stigli smo mi do kraja još jedne lekcije našeg serijala Fokusirano. Koliko vam se svidjela ova druga vježba, dakle drugi dio lekcije, svako mi to pišete u komentarima pa ćemo praviti još takvih lekcija. Znam da je to za malo napredniji nivo, ali vjerujem da je to i neki koji su na nekim naprednijim nivoima da prate ovaj serijal. Do naredne lekcije vas lijepo pozdravljam i vidimo se uskoro.